Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Tusumo. Ja, wir scheinen doch mit ganz großen Schritten Richtung Finale zu steuern. Denn heute ist der große Tag. Der große Tag, auf den wahrscheinlich alle bei Tusumo gewartet haben. Oh nein, das nicht. Denn ich vermute, heute geht es in die Luft. Dort hinten ist das NASA-Gebäude aus diesem Spiel. Ich will auch Astronaut werden, Dad. Eines Tages, mein Sohn, wirst du das vielleicht. Ha! Niemals. Niemals. Dort ist die Rakete. Dort ist die Rakete. Das wird der große Tag sein. Es wird der Flug zum Mond werden. Vermutlich. Unsere liebe Freundin. Isabelle. Hättest du gedacht, dass wir es schaffen würden? Nikolas. Du etwa? Nein. Oh, das sind seine Freunde. So wie sie ist. Nein, so wie sie ist, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sie es schafft. Ah, okay, das ist, bezieht sich auf River. Aber da lag ich wohl falsch. Umso besser, oder? Ja, ich freue mich für sie. Tja. Du hättest ihn sehen sollen, als wir noch zusammen zur Schule gingen. Ich schwöre dir, er hat sich keine Ruhe gegönnt. Er hat es immer und immer weiter versucht, als gäbe es für ihn nur dieses eine Lebensziel. Ja? Hallo? Da war eine Sprechblase. Ah, Joey! Oh, er ist auch da. Weißt du, das ist mein Bruder da in diesem Shuttle. Wow! Yep, ich habe darüber mal ein Buch geschrieben. Ja, allerdings mit einem weniger optimistischen Ende. Hey, da muss ich jetzt wohl noch mal ran. So sieht's aus. Und hier sind das seine Eltern. Lilly! Hey, Dr. Watts, nicht wahr? Danke, dass Sie uns hier hereingelassen haben. Ah, Sie dürfen teilhaben am Traum. Ja, schon gut. Eva hat das geregelt. Haben Sie herausgefunden, weshalb er zum Mond wollte? Natürlich. Und was haben Sie alles gesehen? Sagen wir so, das Ganze war ein Haufen schmalziger Käse, der sich dann von selbst gelöst hat. Was? Ich bin sehr froh, dass ich das miterleben darf. Vielen Dank. Hast du auch was zu sagen? Wissen Sie, letzte Nacht habe ich mehrmals gedacht, dass wir Johnny bereits verloren hätten. Ich denke, dass er am Leben festhält, um auf sie beide zu warten. Dann hat er ganz schön viel Geduld. Ich hoffe nur, dass sich das Warten lohnt. Machen Sie schon weiter. Ihre Kollegin wartet. Ja. Und wir erleben wahrscheinlich den großen Start. Ich dachte, von hier wäre die Aussicht ganz gut. Zumindest gut genug, um den Verkehr zu sperren. Hm? Sicher? Sogar dann, wenn die beiden real wären. Tja, das ist jetzt wohl der Augenblick. Na komm schon hoch. Für den wir so lange gearbeitet haben. Bereit für den Start? Geben wir ihn frei.
lassen wir den einen letzten großen Wunsch fast real werden. Der Countdown beginnt der Countdown läuft. Der Start erfolgt in 3, 2, 1, go! Komm hoch zu mir. Warum? Warum nicht? Du wirst mich nur wieder über den Rand schubsen, oder? Durchaus möglich. Aber die Aussicht ist das Risiko wert. Na komm schon, Neil. Na komm. Und der Mission Control Room erfüllt sich mit Leben. Alles ist clear. Alles ist ready for take-off. Selbst ein Space Shuttle ist kleiner von innen als von außen. Jawohl. Und jetzt kann die große Reise beginnen. Der Start erfolgt. Oder doch nicht? Was passiert hier? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Rivers Water. Jetzt. Jetzt geht es los. Jetzt ist alles ready. Und ab. Ab gen Himmel. Ab. Hinauf, hinauf. In das weite, weite Universum, zu den Sternen und immer weiter. Höher als jeder Vogel, hinauf, hinauf. Die kleine Erde, sie verblasst. Der Himmel erwartet. Ach komm, Eva. Tu doch nicht so. Dort ist der kleine der Leuchtturm. Ja, er schickt sein Licht hinaus. Die Heirat. Das Treffen im Wirtshaus. Der Bau des Hauses. Der Einzug ins Haus. Das Alter am Leuchtturm. Gemeinsam. Und der Herzschlag. Last. Mehr und mehr geht es dem Ende nah. Ein paar letzte, allerletzte Herztöne. Die Erinnerung, sie ist da. Vorbei. Vorbei. Aber doch geschafft. Tja. Ein trauriges, aber dennoch eigentlich frohes Ende. Und dort ist River. Und der kleine Johnny.
zu einem kleinen Stofftier. Und zusammen wachen sie über die Sterne wie ein Leuchtturm im dunklen Himmel, im Nachthimmel. Wie ein Licht, eines von vielen, vielen Millionen anderen Dichter. Ah, es war ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Ein wirklich sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Anders als viele normale Spiele, keine Frage, ein sehr ernster Hintergrund, sehr viel aus dem realen Leben herausgegriffen, aber dennoch schön. Ein bisschen melancholisch, ein bisschen fröhlich und dennoch, trotz eigentlich bitterem Ende, ein Happy End. Trotzdem ein Happy End. Ein letzter großer Wunsch ist erfüllt. Und die Liebe hat doch gesiegt. Sie ist nicht verloren. Selbst in einer Wunschfantasie hat die Liebe überlebt. Danke an Großvater und Familie, an Freebird Games Community und einige sehr, sehr, sehr wichtige Menschen vermutlich. Tja. Und hier sind wir wieder am Beginn. Am Beginn. Oder am Ende. Am Ende. Und trotzdem ist es ein Beginn. Sarah, hier ist er, Dr. Neil. Danke, jetzt geht's spielen, okay? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Johnny das Haus einfach so an Lily vererbt hat. Warum? Tja, wem hätte er es sonst geben sollen? Uns? Wobei es wirklich ein ziemlich mieser Ort für Begräbnisse ist. Oh nein. Oh nein. Hier hat alles begonnen. Hier war der Baum, an dem sie beide gesessen haben und den Mond beobachtet haben. Und deswegen ist es gar kein mieser Ort. Nein, es ist der perfekte Ort. Wenn es mal einen Erdrutsch gibt, können sie unten mit den Fischen schwimmen. Ah, noch ein bisschen zu früh für Scherze. Nö. Dafür ist es niemals zu früh. Oh, netter neuer Klingelton. Hallo, Eva hier. Oh, wir sind auf dem Weg. Ein neuer Auftrag. Neuer Patient. Neuer Patient. Na dann los. Und hier ist noch ein Herzschlag. Aber es ist nicht der Herzschlag. Es ist nicht der Herzschlag. Episode 1. To the Moon. Abgeschlossen. Ja. Genau. Und... ja, wir drücken gleich Escape. Episode 1, ja, es folgen nämlich noch einige Episoden. So viel ich gehört habe, sollen es insgesamt 3 Episoden geben. Und wir werden auch direkt im Anschluss an dieses Let's Play ein sogenanntes Zwischenstück spielen. Eine Zwischenepisode. Sie spielt im selben Universum, ganz klar, aber hat indirekt mit To the Moon etwas zu tun und ist sozusagen eine Vorbereitung auf die Episode 2. Aber ich verrate gar nichts, schaut es euch einfach an. Wie gesagt, es kommt direkt im Anschluss an dieses Let's Play. Das heißt, sobald
diese Folge siehst. Wenn sie aktuell ist, wirst du es morgen sehen. Das neue Let's Play siehst du es dir in der Retorte an. In der Konserve, Entschuldigung, nicht der Retorte, was erzähle ich denn da? Nein, in der Konserve an. Dann hast du natürlich sofort die Möglichkeit, dir das Zwischenstück sozusagen direkt anzuschauen. Aber ich möchte gar nicht so viel hier rumschwafeln. Wir haben es geschafft. Wie gesagt, Johnny hat seinen Wunsch erfüllt und, der letzte Herzschlag eben, der war nicht Johnny. Wir erinnern uns, dass jemand ein kleines Problem mit Schmerzpillen hat. Und eben war eine Szene zu sehen, in der Neil sich kurz umdrehte und etwas einwarf. Was auch immer das sein mag, ich überlasse euch die Fantasie, das herauszufinden. Und hier und für dieses Let's Play sage ich erstmal Tschüssi, bedanke mich für das reichhaltige Mitschauen, für eure Resonanz bzw. deine Resonanz und hoffe, dass wir uns in einem nächsten Let's Play wiedersehen oder vielleicht direkt in der Zwischenepisode für Episode 2 von To the Moon oder was auch immer dann folgen wird. Vielen Dank für deine Treue, für deine Geduld und für dein Anwesensein. Nein, für dein Zuschauen. Einfach für dein Zuschauen. Dafür, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Und ich sage, gealter, gewohnter Frische, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.